Oh Mann, der arme kleine Link muss 1000 Statuen schleppen. Willkommen zurück zu Wind Waker HD. Wir sind im Turm der Götter. Vielleicht zum letzten Mal, also vielleicht ist es der letzte Part in dem Dungeon hier. Wir sind nämlich jetzt schon relativ weit. Ja, Link muss einfach für seinen kleinen Tatenkörper richtig viel schleppen hier. Schon bitter. Aber er ist halt ein Held und ja, hat man es halt nicht leicht. Da muss er auch mit sowas hier umgehen können. Belastungsprobe und so. Das ist es eigentlich sogar. Genau das. Ich will gerade eigentlich... Ja, perfekt. Oh, ich habe mich selber getroffen, aber auf jeden Fall ist die Wand jetzt offen. Deswegen gehen wir direkt mal durch hier. Und es ist wieder ein schöner Bossraum. Okay. Wir wissen ja bereits, was wir hier machen müssen. Und zwar aus dem einen, kleinen, ich sag mal, Türmchen. Hier, ne? Sag schnell. Was ist das denn? Wo wir die Triforce-Karte schon haben. Was kann jetzt, was kann das denn sein? Die zweite Schatzkarte. Ach ja, okay, die sind in so einer Truhe. War die gerade auch in so einer Truhe? Egal. Die Typen können wir jetzt besiegen, aber wir ignorieren sie einfach mal. Ich glaube, die hat bisher jeder ignoriert. Ich weiß nicht. Ich glaube nicht, dass irgendwer die wirklich bekämpft. Außer er braucht jetzt irgendwie Geld oder so. Im anderen Raum müssten zwei Truhen sein, ganz genau. Und dann können wir auch das Rätsel in diesem Raum hier lösen. Vorher macht es ja keinen Sinn, weil das wieder resettet wird. So, was war denn das? Ah, das hier war der... Ah, okay. Das hier war der Raum mit den ganz vielen Etagen und so. Und da brauchen wir jetzt wirklich mal wieder das Dekublatt. Finde ich aber ganz geil eigentlich, dass das Dekublatt auch mal wieder eingesetzt wird. Dass man alte Items braucht und so. Also man braucht sie nicht zwangsläufig, aber es ist, glaube ich, besser hier. Wenn man einfach mal ein bisschen rumsegeln kann. So, ich mach das direkt. Nein. Das hat nichts geändert. Ich gucke mir das, glaube ich, mal selber hier ein bisschen an. Auf meinem Gamepad. Die sind links und rechts. Ganz links und ganz rechts. Hey! Ja. Mein Gott, ich war gerade dabei, mir auf meinem Gamepad die Karte anzuschauen und dann passiert hier irgendwas. Das ist ja unfair. Muss man natürlich mit rechnen, klar, aber. Wieso ist das Spiel einfach so fies? Das muss es auch nicht sein. Ich habe ihn getötet, hey. Ich wollte eigentlich direkt einen Augenschalter treffen, ne? Über mir ist was. Ich habe Angst. Okay, vielleicht waren es auch nur irgendwie Plattformen. Okay, da ist aber noch ein Gegner. Den würde ich ganz gerne töten. Moment. Das ist immer kacke mit den Fingern. Die muss ich immer so über Kreuz legen oder so. Oh, diese Steuerung. Mein Gott. Machen wir es andersrum. So. Zack. Noch irgendwer ohne Fahrkarte hier. Nö. Scheint zu funktionieren. Meine harten Schwarzfahrer strafen hier, die scheinen zu wirken. Gut. Oder Orangefahrer. Oh Mann. Scherzkeks. Was bitte? Ich hasse den Raum und wieder alle Gegner da. Das ist das Nervigste an dem Raum. Die respawnenden Gegner. Den hier will ich töten. So oder so. So. One hit. Sehr chillig. Okay. Nehmen wir jetzt einfach mal das Dekoblatt und segeln mal auf die Plattform da. Und dann schauen wir weiter. So, da ist die eine Schatzkiste. Wunderbar. Die war notwendig. Die war relevant. Und da oben ist auf jeden Fall noch ein Augenschalter. Den werden wir direkt mal aktivieren. Ja, nicht da zwischenfahren hier. So. Wieso nicht? Komm schon. Sag mir nicht, dass ich ihn nicht treffen kann. Das ist... Ja, okay. Der war zu hoch. Na dann. Welche Plattform geht denn hier hoch? Nur die. Okay. Habe ich auch nicht so viel Auswahl. Sehr gut. Ich mag den Raum nicht, weil der so verwirrend ist. Also hier gibt es so viele Plattformen. Man muss erstmal drauf klarkommen, welche wohin fährt. Welche man wohin nehmen kann und muss und sollte. Kommen hier nicht gleich noch Gegner? Vielleicht erinnert mich das auch zu sehr an Twilight Princess. An den Schattentempel, an den, wie hieß der? Schattenpalast? Schattenpalast, ja. Klar, Schattenpalast. Okay, wir müssen erstmal was erledigen, bevor wir hier überhaupt etwas bekommen.
Nur was? Naja, die muss hier sein. Die muss hier spawnen. Allerdings weiß ich gerade nicht, was ich nicht beachtet habe. Weiter oben ist auch nichts. Ich bin gerade echt ein bisschen überfragt. Sind noch keine Fackeln oder sowas? Was muss ich denn tun? The hell? Bombe legen? Glaube ich nicht. Kann natürlich sein. Ne? Ah! Fies. Den habe ich nicht gesehen. Komm, den treffe ich von hier aus. So, nicht ein bisschen. Komm, ein bisschen. Bisschen. Er will nicht. Gut. Wahrscheinlich werde ich jetzt bei diesem Sprung sterben. Und das Spiel aufs Übelste verfluchen. Eins hat geklappt. Sehr schön. Zack, so. Mein Gott. Damat. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Da muss ich hin, ja. Bloß nicht den Sprung verkacken. Dankeschön. Und da haben wir wahrscheinlich ein Glücksamulett drin. Ja, das war klar. Für so einen Scheiß macht man dann so einen großen Aufwand hier. Naja. Und Dekoblatt zurück. Weil es mir sonst zu viel Aufwand ist. So. Okay. Werden wir auch hier fertig und können jetzt hier endlich diese Gewichteschose nehmen. In Angriff nehmen. Gerade mein Headset richten. Und auch hier haben wir also wieder eine kleine Parallele zu dem Zeitschrein. Wie bereits erwähnt, hier die Gegner und so, ne? Und befehligen. Das erinnert ja schon alles ein bisschen an Twilight Princess. Und... fuck, ich habe irgendwie verschluckt. Und auch diese Auspendelungsgeschichte hier, diese Waage, erinnert doch extremst an Twilight Princess, ne? An den Zeitschrein, an eben jenen. Wie viel waren das? Drei? Zwei? Ich glaube, es waren zwei. Link ist ja jetzt eigentlich auch nicht so schwer, ne? Ja, es waren zwei. Gleich brauchen wir aber noch einen dritten. Weil wir hier noch einen Kumpel natürlich bekommen. Ich erinnere mich, hier gab es jetzt mehrere Möglichkeiten, glaube ich. Einmal den Typen einfach so zu uns holen. Und einmal konnte man drüber springen, oder? Oder gab es doch nur eine Möglichkeit? Ich weiß es nicht mehr. Will ich mal gerade wissen. Ob man hier mehrere Möglichkeiten hatte. Nee, okay. Ich glaube, man hatte wirklich nur die eine Möglichkeit. Die da heißt Dekoblatt. Gut. Dann machen wir das so. Weil sonst können wir den ja gar nicht befehligen. Also wir können ihn erst rufen mit ZR. Wenn man auch wirklich unmittelbar vor ihm steht. Deswegen geht es aus der Entfernung noch nicht so. So, und jetzt müssen wir natürlich die Sonate des Erwachens spielen, wollte ich schon sagen. Sonate des Puppenspielers. Sonate des Erwachens passt aber eigentlich auch ganz gut, oder? Übrigens natürlich hier Link, ne? Voll in seinem Element. Habe ich noch gar nicht so gezeigt, so. Schlafwandlerische Fähigkeiten, wie so ein Wahrsager steht er da. Und jetzt muss uns unser Freund hier helfen, nachdem wir ihm vorhin geholfen haben, um rüberzukommen über diese Lichtbrücke. Ganz im ersten Raum mit dieser Statue. So hilft er uns jetzt, um heil zurückzukommen. So. Wie gesagt, jetzt ist es ein bisschen schwieriger hier mit dem Auspendeln. Ich starte am Anfang des Raums, bitte. Dankeschön. Wäre jetzt kacke gewesen, wenn er wieder im anderen Raum gewesen wäre. Oh, noch ein Pyromagus. Dann müssen wir wohl erstmal den töten. Ich brauche aber auch erstmal Pfeile. Also, nicht so dringend, aber langsam. Doch mal wieder. Ey! Ich habe das aber irgendwie so ein bisschen weggeschlagen. Hallo, wie sieht denn doch sowas von an, Junge? Das war knapp, sonst hätte er gleich geschossen. Und nochmal, weil du es ja willst hier. So. Ich springe einfach mal mit dem da drauf. Passt schon. Nein. Oh! Mein Gott. Wäre fast schon wieder so weit gewesen. Dann wäre natürlich auch wieder der Pyromagus da gewesen. Ja. Okay, vielleicht wird das doch noch nichts mit Dungeon Band in diesem Part. Vielleicht aber auch doch. Kommt jetzt drauf an, wie lange ich jetzt hier brauche. Ich sag mal, jetzt brauchen wir alle vier. Wenn dem so ist, habe ich jetzt verkackt. Ah, nee, wir haben genug, glaube ich, oder?
Moment. Ja, ja, wir haben noch genug, okay. Ja, aber ich glaube, drei dürften auch reichen, wenn ich das hier so sehe. Zwei noch nicht, da bin ich mir sicher, aber drei. Sieht eigentlich ganz gut aus, oder? So, komm. Checken wir mal aus. Man sieht auch schön, das finde ich ganz cool gemacht, die Balance. Balance? Ein bisschen französischer aussprechen. Von dieser Plattform, die ist auch nicht gegeben. Also, die Plattform hier kippt auch wirklich schon hier nach rechts runter. Was ich einfach eine ganz coole Tatsache finde, dass man das nicht einfach so gelassen hat. Das finde ich ganz cool. Hat man gut bedacht. Dass es auch physikalisch logisch ist. So, und die letzte Statue wäre ebenfalls nach Hause gebracht. Ja gut, der Weg zum Boss ist eigentlich nicht mehr weit und der Boss an sich dürfte auch nicht so elendig lange dauern. Also das packen wir noch in den Part hier kommen. Das packen wir. Der Boss kann ich euch aber schon mal versprechen, ist relativ langweilig. Also sagen wir, er ist bekannt. Und daher nicht besonders spektakulär und innovativ. Ich glaube, es gibt in jedem zweiten Zelda-Spiel so einen Boss. Der bekannteste dürfte wahrscheinlich Bongo Bongo sein. Aber es gibt auch zum Beispiel diesen Quadzuma oder wie auch immer der hieß jetzt hier in Minish Cap. Zum Beispiel auch wieder eine Minish Cap-Parallele. Ich habe ja in Minish Cap einige Wind Waker-Parallelen aufgezählt. Bisher sind mir in Wind Waker an sich jetzt gar nicht mehr so viele Minish Cap-Parallelen aufgefallen. Vielleicht liegt es aber auch einfach daran, dass noch nicht so viele da waren oder dass ich da jetzt einfach nicht mehr drauf geachtet habe, weil ich es bei Minish Cap halt schon getan habe. Gut, wir schauen uns nochmal einmal die Karte an. Ob wir auch ja alles haben. Wir haben im Erdgeschoss alles, wir haben in O1 alles und in O2 und O3 müssen wir noch hin. Also da müssen wir noch hin. Und das werden wir jetzt auch tun. Ah, ich erinnere mich, was da jetzt noch für ein Raum ist, genau. Ja, ja. Da sind jetzt, glaube ich, nochmal hier diese komischen, Typen, die sich drehen. Genau diese hier. Ein paar davon sind lebendig, ein paar nicht. Obwohl, ich glaube, die werden gleich lebendig, wenn wir sie auf die Schalter gestellt haben, oder? Irgendwas war da. Werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Aber hier gibt es gar keinen Boss-Key, oder? In den ersten beiden gab es einen, oder? Das weiß ich gerade gar nicht. Weil wer sich an Ocarina of Time erinnert, die ersten drei, ich nenne sie immer ganz gerne Mini-Dungeons. Der Deku-Baum, was war der zweite? Dongo Dongos Höhle und, Lord Jabu Jabu, die hatten ja alle keinen... Ich habe nichts gesagt. Ja, die hatten ja jedenfalls alle keinen Master Key. Ich weiß gar nicht, ob die Karte und Kompass hatten, aber Master Key hatten die alle gar nicht. Aber der Turm der Götter hat einen. Und genau, jetzt erwachen die zum Leben. Das wusste ich noch, ja. Okay. Interessiert uns aber nicht, wir wollen nur zum Boss. Interessiert uns doch, weil wir müssen sie besiegen. Kacke. Deswegen sind die mir wahrscheinlich auch so gut im Kopf geblieben. Aber mit einem Pfeilschuss ins Auge sind sie ganz schnell deaktiviert. Und so können wir sie hinten in ihre Juwelen schlagen. Ich sage jetzt extra nicht Kronjuwelen, weil das klingt ein bisschen kacke. Weil wer hat die schon hinten, ne? So. Okay. Den anderen Typen müssen wir zum Glück gar nicht töten. Vielleicht, weil wir ihn gar nicht töten können. Fragezeichen. Ich weiß es nicht. Ist auch egal. Wir kommen zum Boss. Oh, scheiße. Doch noch nicht. Ja, das zögert sich noch ein bisschen hinaus. Ja, ja. Hier gibt es noch ein paar lustige Spielchen. Wir müssen noch diese Wendeltreppe hier rauf. Erinnert schon ein bisschen so an Gens Schloss. Ne? Also es hat schon was von Gennen, muss man sagen. Man könnte fast meinen, es ist von ihm gebaut. Aber wir können eigentlich ziemlich sicher sein, dass es nicht der Fall ist. Lassen wir das. Hey, hau ab. Wir können ziemlich sicher sein, dass es nicht von Gennen ist, weil es Turm der Götter ist. Und ich glaube nicht, dass Gennen irgendwas irgendwie mit den Göttern kooperiert hat. In keinster Weise. So. Die müssen wir leider ausschalten. Die drehenden nicht. Können wir einfach weiterrennen, aber die hier sollten wir schon ausschalten. Weil sonst ist es extrem nervig. Mann, ich brauche die Pfeile für den Bosskampf. Denn, wie bereits erwähnt, es ist Bongo Bongo, wenn man so will. Und wir wissen ja alle, dass der ziemlich viele Pfeile schlucken kann. So, Fee brauchen wir nicht. Können wir aber mitnehmen hier so. Es geht zum Boss, jawohl. Übrigens, das hier alles ist ja eigentlich gar nicht so feindselig gemacht. Es ist ja quasi nur eine Prüfung für den Helden, die er bestehen muss. Deswegen ist der Boss auch jetzt nicht so bösartig, sondern ist quasi von den Göttern inszeniert. Du hast dich als würdig erwiesen, blablub. Auserwählter.
Stelle dich deiner letzten Prüfung. Na, letzte Prüfung wäre schön. Leider haben wir noch einiges zu tun hier in diesem Spiel. Hiernach geht's eigentlich jetzt richtig los, ja? Deswegen. Letzte ist ein bisschen ironisch. Ja, und der sieht einfach mal exakt so aus wie in Wind Waker, wie in Wind Waker, ja. In Wind Waker HD sieht ja genau aus wie in Wind Waker HD, ja. Sollte eigentlich auch so sein. Bisschen grafisch aufgehübscht natürlich. Ja, wie in Windish Cap natürlich. Zumindest erinnert er extremst an den. So. Achso, okay. Muss ich die Augen mehrmals? Nee, okay. Ich war einfach nicht schnell genug. Oder muss ich ihn zweimal? Doch, ich muss ihn zweimal treffen, wie es aussieht. Oder wie? Ja, tatsächlich. Dann die Augen. Auch mehrmals. Das andere Auge. Nein, Feuerball. Oder Feuerbälle. Okay. Das akzeptieren wir so. Bleibt nichts anderes übrig. Und nein. Kotzt nicht schon wieder. Nein, nein. Das mag ich nicht. Sieht aus wie Käsebällchen, was der da kotzt. Irgendwie. So, nein. Ich war doch schon so knapp da dran. Mein Gott. Der hat wahrscheinlich auch nicht mehr so... Also, bald kommen seine Hände wahrscheinlich wieder zurück. So, jetzt haben wir es geschafft. Und jetzt können wir ihn verletzen. Yes. Müssen wir noch reinschießen? Nee, Bombe, 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 Bombe. Keine Umgebung gerade, schön. Interessiert mich gerade nicht. Hätte ich fast hier das wieder verkackt. Nee, nee, das muss nicht sein. Ah, ich weiß ja auch nicht, wie der Boss heißt. Ja, hier werde ich gegrillt, das habe ich verstanden. Also elektrisch gebrutzelt. Angegart. Ich glaube, der droppt dann aber auch Pfeile, wenn man keine mehr hat. Also so wie Bongo Bongo halt. Hoffe ich zumindest. Ja, doch, doch, bin ich mir ziemlich sicher, dass es so war. Okay, wir können schon wieder an die Augen. Gefällt mir. Das andere Auge. Es war klar, dass jetzt erstmal wieder Käsebällchen kommen. Gut. Wenn du willst, machen wir das so. Dafür bist du jetzt aber bitte tot. Ja. Hier hast du wieder ein schönes Schmankerl. Und er ist zum zweiten Mal. Besiegt, keine Ahnung. Kann man das so sagen. Und er droppt uns Pfeile. Dankeschön. Ich glaube, damit hat er uns gerade so ein bisschen den Arsch sogar gerettet, weil uns eine Hand, glaube ich, schon so ein bisschen zerquetschen wollte gerade. Wäre jetzt nicht so schön gewesen. Ich mag es nicht so, wenn man mich zerquetscht. So. Jetzt muss ich gleich aber auch wieder Pfeile von dir bekommen. Das war ganz genau jetzt. Ich bekomme aber keine. Nicht sehr freundlich. Alter, ich habe keine Pfeile mehr. Kannst du mir mal helfen? Dankeschön. Aber denn daran sieht man ja theoretisch schon, wenn man jetzt so rein logisch daran geht, dass der Boss ja quasi gar kein richtiger Boss ist, sondern inszeniert ist. Weil ein normaler Boss würde einem ja nicht einfach so Waffen geben, mit denen man ihn besiegen kann. Theoretisch, ne? Macht natürlich trotzdem Bongo Bongo einfach wegen dem Spielprinzip. Der Weg hat sich soeben aufgetan. Ja, ein sehr leichter Boss, wie man sieht. Auserwählter. Man kennt ihn halt und deswegen ist er ein leichter Boss. Was dich nun von nun an erwartet, ist das Schicksal, das du selbst gewählt hast. Schreite aufrechten Hauptes voran. Ich glaube, das stand da gerade. Naja. Wie ging der Spruch nochmal? Du kannst das Schicksal nicht in die Nebel. Gegen das Schicksal bist du machtlos, genau. Gesetz der Rache und so. Der Film. Und unser wohlverdienter Herzcontainer. Jawohl. Herz Nummer 9 oder 10? 2, 4, 6, 8, 9, oder? 2, 4, 6, ja, 9, 9, 9. Okay. Gut, unser 9. Herz haben wir damit also erhalten. Sterbe ich immer noch? Ja. Das war jetzt Neugier. Das war jetzt einfach nur Neugier. Wieder ein halbes Herz verloren. Yay! Okay, Freunde. Im nächsten Part werden wir den Dungeon verlassen, weil ich weiß, dass jetzt hier storyrelevante Kacke kommt. Ja, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Tschüss.